Was ist dein Lieblingssport? Ha, meine Frage der Folge, was ist denn dein Lieblingssport? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einem neuen Projekt und zwar dem Spiel School of Dragons. Ja, ihr durftet euch aussuchen, was ich spielen soll als nächstes und ihr habt dieses Spiel gewinnen lassen. Und jetzt erstelle ich mir hier einen eigenen Wikinger. Und zwar kann ich hier einen Junge oder ein Mädchen nehmen, aber ich nehme ein Mädchen. Und jetzt gucke ich mal, was man hier alles so machen kann. Also erstmal die Augenfarbe, Augen. Ach, hier kann ich die Augenform entscheiden. Guck mal. Oh, süß, ne? Das ist schon mal schön, dass man das so machen kann. Guck. Ich finde... Nee, ich glaube, ich finde die hier am besten. Die möchte ich nehmen. Und dann kann ich hier die Augenfarbe aussuchen. Guck mal, und man kann hier total... die verrückten Farben nehmen. Gelbe oder rote oder so. Aber ich nehme, glaube ich, schöne blaue Augen. So. Ich habe nämlich im echten Leben auch blaue Augen. Ja, das finde ich ganz gut. Also mache ich jetzt hier blaue Augen. Dann entscheide ich mich jetzt für eine... Ah, da kann ich mich für eine Frisur entscheiden. Da gibt es jetzt drei unterschiedliche. Ich kann sie hier auch umdrehen. Guck mal, dann kann man das von hinten sehen. Das ist so ein Zopf. Oder so geflochtenen Zopf ist auch... Das finde ich eigentlich ganz schön, oder? So geflochtenen Zopf finde ich ganz cool. Sieht auch von vorne mit den Fransen nett aus. Ich gucke das nochmal. Das sieht auch aber schön aus. Das sieht eigentlich schön aus, ne? So, oder dann ist hier noch eine Kurzhaarfrisur, aber ich möchte lange Haare. Dann nehme ich, glaube ich, diese. Und natürlich, na, rate mal, welche Haarfarbe wird es? Natürlich, es wird etwas, ja, vielleicht nicht ganz so krasses, sondern so zartrosa, oder? So. Mal gucken, wie es von vorne aussieht dann. Ja, das finde ich, sieht ganz schön aus. Das gefällt mir. Jetzt kann ich noch die Haut auswählen. Ach, das ist die Hautfarbe. Ich könnte hier zum Beispiel eine schwarz, also schwarz, so dunkelbraun oder eher so oder... kann ich da wieder ein bisschen näher ran? Nee. Ach, guck mal, aber das sieht echt, sieht doch nett aus schon, oder? Finde ich. So, glaube ich, gefällt mir das ganz gut. Jetzt kann ich Narben machen, aber Narben kann ich nicht auswählen. Dann, was ist das denn? Kriegsbemalung. Wo ist denn meine Kriegsbemalung? Ach, ich kann keine aussuchen. Okay, dann noch die Kleider. Auch die kann ich jetzt auswählen. Helm, kein Helm. Kein Schild. Ich kann, ah ja, hier kann ich was aussuchen, wenigstens von den T-Shirts. Oder hier so ein rotes. Langärmlich ist das dann. Oder so ein Kettenhemd. Oder das hier. So ein grünes Top. Ich finde das aber eigentlich schon ganz schön. So kurzärmlich. Das gefällt mir eigentlich schon. Obwohl das auch ganz hübsch ist. Ich nehme das Grüne. Mit den kurzen Armen. So, was ist das hier? Ach so, da muss ich Mitglied werden. Nee, das will ich jetzt nicht. Okay, guck, da ist so ein Schloss davor. Ich habe jetzt keine Mitgliedschaft abgeschlossen. Ich guck mal, wie weit ich als freier Spieler komme in dem Spiel. Hier sind dann die Unterteile. Das sieht so aus. So ein Lederrock. Oder hier das. Ach, das sieht eigentlich ganz schön aus. Da müsste ich nur das andere Oberteil nehmen. Das würde da vielleicht auch ganz gut zupassen, oder? Ich gucke mal erstmal noch die Schuhe an. Ach, das sind dann so unterschiedliche Farben nur. Okay. Gut, aber wenn ich jetzt das nehme, dann müsste ich hier bei den Oberteilen vielleicht das nehmen, oder? Das passt dann ganz gut zusammen, oder nicht? Oder man nimmt das und das. Das passt auch gut zusammen. Dann nehme ich das so. Die Schuhe passen schon.
So, das ist der Armschutz. Guck, den kann ich auch noch ändern. Der sieht ganz schön aus mit der Kriegsbemalung eigentlich. Mein Hund, der träumt gerade irgendwas. Die bellt da im Hintergrund ein bisschen. Die schläft, ne? Die bellt da im Hintergrund ein bisschen rum. Eine Maske habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Ja, ich würde sagen, kann ich doch reinstürzen ins Abenteuer. Okay. Ja! Oh nein, dieser Name kann nicht benutzt werden. Oder er enthält Buchstaben oder Symbole. Bitte probiere einen anderen Namen. Oh nein. Dann nehme ich nur Dama. Vielleicht geht das. Unstoppable Dama oder Dama. Nein, weil der schon benutzt wird, geht das nicht. Oh je. Ich guck mal, wenn ich Damakash so schreibe, ob das dann geht. Oh Mann, oh. Ach Mist. Also, pass auf, ich suche mal eben einen Namen raus und schalte dich gleich wieder zu, wenn ich was Schönes gefunden habe. So, wieder da. Ich habe jetzt genommen Dama und dann YouTube, also YT. Ne? Also, wenn du mich im Spiel suchst, ich bin da Dama YT. Oh, okay, es geht los. Hallo Lassie, ich bin Gobba. Willkommen in der Schule der Drachen. Hier wirst du deine Drachen trainieren, auf ihnen fliegen und großartige Freunde machen. Ich hoffe, du bist bereit für diese Herausforderung. Ja, bin ich, Gobba. Los, auf geht's. Okay, lass mich mal schauen, welcher Drache am besten zu dir passt. Komm zu mir rüber und klick auf mich. So, da bin ich. Oh, guck mal, hier gibt's so coole Sachen. Guck mal. Wie cool. Okay, ich geh mal rüber und rede mit ihm. Das sieht ja echt ganz toll aus hier, oder? Wow, sehr cool. Guck mal, und wie hübsch die Dama. Hier siehst du das jetzt auch eingeblendet. Dama YouTube. Also solltest du mich suchen im Spiel, weil du selber spielst. Das bin ich. Einen anderen Account habe ich auch nicht. Okay, auf geht's. Willkommen in der Drachenaufzucht. Lass uns mal sehen, welcher Drache am besten zu dir passt. Oh, jetzt muss ich hier einen Persönlichkeitstest machen. Dein ideales Tier ist eine Katze, ein Kaninchen, eine Schlange oder ein Hund. Ich mag Katzen und Hunde und ich mag auch Kaninchen. Aber ich nehme jetzt mal Hund, weil ich einen Hund habe. Welches Element bist du? Luft oder Feuer oder Erde oder Wasser? Ich glaube, ich bin Wasser. Ich gehe gern schwimmen und ich mag Wasser eigentlich gern und ich nehme Wasser. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Ich liebe es, meine besten Freunde zu pranken. Nein, das mache ich überhaupt gar nicht. Ich mag freundliche Herausforderungen mit meinen Besten. Das finde ich, ja, ist okay. Ich mag es, Sachen zu entdecken. Oder ich relaxe und genieße das Leben an einem persönlichen Platz. Ich glaube, das bin ich am ehesten hier. Und das wird jetzt auch mal meine Frage der Folge. Die nächste Frage, pass auf, die wird die Frage der Folge. Achtung, und die ist... Was ist dein Lieblingssport? Ha, meine Frage der Folge. Was ist denn dein Lieblingssport? Schreib mir das einfach unten in die Kommentare. Das sind ja Ziegen, irgendwas Rapping, irgendwas Wassertanzen, Hühnerklippen tauchen oder schwarzes Schaf antippen. Ich nehme Wassertanzen. Aber du kannst mir mal reinschreiben, was dein Lieblingssport ist. Ich würde wetten, die meisten schreiben Reiten rein heute. Okay. Bist du ein Frühaufsteher?
Ja, ich stehe eigentlich morgens auf. Schließlich warten viele Abenteuer auf mich. Oder, naja, ich stehe halt auf, wenn ich wach werde. Oder, also ich schlafe den ganzen Tag und mach's halt auf meine Weise. Oder, also ich bin nie fertig, wenn mein Oller Wecker morgens klingelt. Ich bin tatsächlich ein Frühaufsteher. So. Dein bester Partner ist der Deadly Nedder. Sie sind smart und clever und du brauchst einen Partner, der die Welt mit dir zusammen entdecken will. Also der Drache passt am allerbesten zu mir. Excellent. Ah, das ist ja ein interessantes Ergebnis. Natürlich ist das nur ein Vorschlag. Du kannst jeden Drachen auswählen, den du gerne möchtest. Nun ist es Zeit, dein eigenes Drachenei auszuwählen. Die Eier sind in den Nestern tiefer in der Aufzucht. Klicke auf das Nest, das du möchtest. Hast du dir ein Ei ausgesucht, dann platziere es im Drachenherz. Das ist der Pool mit Lava in der Mitte dieser Höhle. Okay, dann gucke ich mal. Also du siehst schon, das ganze Spiel ist auf Englisch. Man kann es tatsächlich auch nicht umstellen. Ich gucke hier nochmal rein. Aber guck mal, man kann das nicht umstellen. Also du hast keine Möglichkeit, das Spiel auf Deutsch zu stellen. Aber ich glaube, mit etwas Hilfe geht das dann schon, auch wenn man kein Englisch spricht. So, jetzt kann ich mir hier Drachen aussuchen. Oh, das ist ja hier. Wow. Mal gucken. Ach, das kann ich nicht aussuchen, zum Beispiel den Thunderdrum. Das können nur Mitglieder auswählen und ich bin ja kein Mitglied. So, hier ist der Zweiköpfige, der Hideous Zeppelbag. Den könnte ich auch aussuchen. Das sieht ja cool aus, guck mal. Voll schön, gell? Schaut schon sehr, sehr cool aus, finde ich. So, ah, das können auch nur Mitglieder. Der Skrill, den kann ich auch nicht nehmen. Was ist hier? Der Gnockel, den könnte ich aussuchen. Oh, mein Handy im Hintergrund. Oh. Gefahr, flüsternde Todeseier. Oh, oh. Na gut. Der monströse Nightmare-Albtraum, den könnte ich noch nehmen. Aber ich nehme den, der mir vorgeschlagen wurde, oder? Möchtest du den Deadly Nether das Ei auswählen? Ja. Oh, guck mal. Oh. Möchtest du diesen Drachen ausbrüten lassen? Ja. Cool. Kommst du da raus jetzt, du Drache? Da ist er. Oh, und ich kann die Farbe und so aussuchen. Wie cool. Ah, das ist ja total süß. Also, der heißt natürlich... Das ist ein... Oh, ein geht nicht. Ein Träumerle wollte ich den eigentlich nennen. Dann nenne ich den Traumerle. Das ist ein kleiner Traumerle. Und der wird jetzt... Ach, guck mal. Ah, wie cool, dass ich da die Farbe und so aussuchen kann. Das finde ich ja voll schön. Dann mache ich das so, oder? So, die Pattern. Ach, guck mal, da kann ich das so grün oder so blau. Ja, das ist schön. Das mache ich so. Und die Details. Was sind denn die Details? Ach, das sind die da oben. Die vielleicht auch so blau, oder? Mit der Hautfarbe bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht ein bisschen. Kann man den ganz... Nee, das geht nicht so gut. Ah, so ist, glaube ich, ganz gut, oder? Ich glaube, so passt das. Alles klar. Ja, das Traumerle. Nein, Traumerle. Ja, doch, Traumerle. Okay, auf geht's. Ja! Da ist es! Oh, guck mal, wie schön die beiden auch zusammenpassen. Total toll.
Oh, was für eine Schönheit von einem Drachen. Ich bin beeindruckt von deiner Auswahl. Du kannst die Stelle jederzeit besuchen und Träumerle schlafen lassen oder du wählst ein anderes Drachenei zum Ausbrüten. Du findest den Eingang zu den Stellen in der Aufzucht. Hiccup wartet. Hiccup. Der ist Schluck auf, ne? Wartet draußen außerhalb der Aufzuchtstation auf dich. Er wird dir einige Sachen beibringen, damit du weißt, was du mit deinem neuen Drachen machen musst. Aber zu Hiccup, ach guck mal, jetzt sind hier auch die anderen Spieler alle. Guck mal, hier ist richtig Action. Oh, guck mal, da ist der schon in groß. Und es geht dann aber erst weiter in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.